willkommen zum Pegasus-Spiele-Event in Bad Nauheim. Wir möchten euch einfach mal kurz hier durch die Räume führen und euch zeigen, was auf diesem Gelände alles an diesem Wochenende abgeht. Wir sind hier gerade im Badehaus 7. Hier sind die Räumlichkeiten von Bad Nauheim spielt. Hinter mir gibt es eine Spieleausleihe, aus der man sich die verschiedensten Spiele ausleihen kann. Man kann sie ausprobieren. Wir müssen jetzt ganz leise sein. Hinter uns sind nämlich die Rollenspiele. Die haben hier ihren eigenen Raum, da haben sie ihre Ruhe und können in Ruhe ihre Runden machen. So, und hier sind wir jetzt in Badehaus Nummer 2. Hier ist das Supporter-Treffen von Pegasus Spiele. Das heißt also, hier werden die Supporter für die Spiel 2013 in Essen geschult. Wir haben hier schon allerlei Neuheiten der Messe. Und ja, abgesehen von ein paar Pegasus-Supportern findet man hier auch das ein oder andere bekannte Gesicht. Hinter uns wird gerade eine von unseren Neuheitenproben gespielt, nämlich Packet Rob. Das ist ein Spiel rund um Handel für die ganze Familie. Es geht sehr schnell, es hat wenige Regeln und es macht echt Spaß. So, wir befinden uns jetzt hier am Außengelände von Bad Nauheim spielt und hier ist ja auch einiges aufgebaut. Hinter mir seht ihr die Essensstände. Da gibt es Waffeln und Würstchen und Pommes und sag mal, wir arbeiten hier. Menno, ich arbeite den ganzen Tag, nicht mal einmal kann man Würstchen. Kannst du was doch hinterher essen? Oh. Hallo, ich bin hier mit Peter Eggert von Eggert Spiele und vor uns haben wir Rococo. Das ist ein brandneues Eggert-Spiel, das ist noch in keinem von unseren Lagern. Die allerersten Exemplare haben wir hier und wir erklären euch jetzt kurz, worum es dabei geht. Ja, Rococo ist ein Spiel, das zum ersten Mal von drei Autoren gestaltet worden ist, zusammen mit uns entwickelt wurde in der Redaktion, mit Michael Menzel, der die Grafik gemacht hat. Und somit haben wir jetzt ein sehr schön aussehendes, tolles Spiel, das für 2 bis 5 Spieler ist und ca. 1 bis 2 Stunden dauert. Ja, worum geht es denn in Rococo? Was ist denn das Thema? Thema ist, es findet am Hof von Ludwig XV. Ein Ball statt und wir sind heute, wird man neudeutsch sagen, Eventmanager, die auch einen Schneidereibetrieb führen und Kleider schneidern, die dann in den Ball getragen werden von den wichtigen Persönlichkeiten. Aber wir sind auch zusätzlich für die Ausstattung zuständig, für richtige Statuen, dass sie da sind, dass der Brunnen geschmückt ist, dass es am Abschluss ein tolles Feuerwerk gibt. Um all das müssen wir uns halt kümmern. Und wie haben die Autoren dieses Thema jetzt im Spiel umgesetzt? Ja, bei dem Spiel ist es halt ein zentrales Element, ist das Deckbuilding, aber Deckbuilding der besonderen Art. Jeder hat zu Beginn 5 Karten und dabei gibt es unterschiedliche Persönlichkeiten. Es gibt immer die Azubis, die können fast nichts, kriegen aber immer einen tollen Bonus. Es gibt die Gesellen, die können fast alles, kriegen aber nur einen kleinen Bonus. Und die Meister, die können alles, kriegen aber nur einen ganz schwachen Bonus. Somit baue ich mir, es kommen jede Runde neue Persönlichkeiten ins Spiel, die kann ich mir kaufen für Geld und damit kann ich mein Team immer verbessern, weil die zusätzlichen Boni der Persönlichkeiten werden immer besser im Laufe des Spiels. Okay, und die ganzen Persönlichkeiten kann ich dann einsetzen, um Kleider zu schneidern und was können Sie noch alles machen? Ja, ich kann Kleider schneidern, aber ich kann halt auch ausstatten, halt den Brunnen oder die Statuen oder das Feuerwerk oder die Musik, weil wenn ich in allen Seelen vertreten bin, kriege ich halt auch Sonderpunkte und da gibt es ganz viele Möglichkeiten und viele unterschiedliche Strategien. Das klingt doch sehr spannend und dann wünschen wir euch viel Spaß beim Ausprobieren, wenn Rococo auf der Messe in Essen dann rauskommt. Ja, gleichfalls von mir. Viel Spaß damit. Dankeschön. Bitteschön. Abgesehen von dem sehr guten Essen werden die Leute natürlich auch mit Trinken versorgt, zum Beispiel hier hinten im Zelt. Ja, gibt es Limonade und Bier und was nicht alles. Und? Also wirklich die... Meine Herren, ich versuche hier zu arbeiten. Unglaublich. Also, es gibt hier tatsächlich auch... Leute! So, hinter mir hier seht ihr Trains. Trains ist ein Deckbauspiel, aber es hat noch viel mehr. Es hat nämlich das hier, ein Brett. Und auf diesem Brett könnt ihr genauso agieren wie mit den Karten und Siegpunkte machen. Also wirklich ein absoluter Knaller, dieser Spiel 2013 in Essen. So, wir spielen hier Cappuccino, aber nicht das fertige Spiel, sondern nur den Prototypen, wie man erkennt. Ja, ganz ehrlich, so sieht das dann nicht aus. Die Kaffeebecher haben eine andere Farbe und es ist nicht einfach nur hier so Farbwürmelchen obendrauf, sondern das sieht natürlich viel besser aus. Was machen wir bei Cappuccino? Man kann jetzt hier, wir spielen gerade die Profi-Variante, die Becher erstmal so auf dem Spielplan platzieren, also einer nach dem anderen, aber eigentlich ist es einfach nur so, alle Becher auf den Tisch. Und dann kann man eigentlich schon losspielen. Und Gott sei Dank hat das Spiel nur eine einzige Regel, nämlich
Wir sind fertig. Wenn man einen Becher nimmt, dann kann man auf einen angrenzenden Becherstapel hüpfen. Aber nämlich nur, wenn dieser Becherstapel kleiner ist oder höchstens genauso hoch wie dein eigener. Und das macht man dann so lange, bis keiner mehr ziehen kann. Dann kommen alle Becher einer Farbe auf einen Stapel und wer dann den höchsten Stapel hat, der das Spiel gewonnen. So, wir hoffen, euch hat dieser kleine Überblick gefallen. Wir haben versucht, euch so ein bisschen die Spiele vorzustellen. Alle haben wir natürlich nicht geschafft. Also ihr seht, da ist noch einiges mit dabei. Aber ich glaube, vieles davon würde es noch in einem Video schaffen, oder? Was meinst du? Ja, gerade hier Laffletter, das müssen wir nochmal vorstellen. Das können wir nicht einfach übergehen. Ich glaube auch. Und ja, den Rest könnt ihr dann gerne auf das Spiel ausprobieren. Genau, spätestens dann. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Bist du jetzt schon getroffen? Bist du nur albern? Ich bin nüchtern, ich kann das auch nüchtern. Oh je. Oh je. Gut. Willst du mitmachen? Nein, auf keinen Fall. Das läuft schon. Ja, das läuft schon. Ich muss mal alles löschen. Nein.